Also ich gehe heute ein eher mal etwas größeres Randgebiet an. Das Ganze ist nämlich Open Source auf Spiele-Handhelds. Im Serverbereich hat sich Open Source ja schon lange durchgesetzt. Im Desktop-Bereich kommt es auch immer mehr. Im Spielebereich gibt es zwar schon seit Jahren, aber es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Nische. Und es hat viele, viele Vorteile, aber auch Nachteile, die ganze Geschichte. Hier sind schon mal die Geräte, die ich so im Allgemeinen ansprechen werde. Das ist der GP32, mit dem eigentlich der ganze kleine Boom angefangen hat. Geht dann weiter über den GP2X F100, den Viz, auch wieder vom gleichen Hersteller, und dem Dingo. Bis hin zur Pandora, das ist ein Gerät, was ich selber am Mitentwickeln bin. Kurz zu meiner Person, also ich bin da eigentlich nur zufällig reingestoßen. Eigentlich mache ich Fernsehen und diese ganze Geschichte Filmwerbeproduktion. Habe mich allerdings schon seit meiner Kindheit für Computer und auch viel für Spiele interessiert. Bin eben mit Konsolen, mit Amiga und so weiter aufgewachsen. Kann auch mit den Spielen, wie wahrscheinlich die meisten, die in der Generation aufgewachsen sind, mehr anfangen als mit den aktuellen modernen 3D-Spielen, wo außer viel 3D nicht sonderlich viel dahinter ist häufig. Und so bin ich eigentlich nur drauf gekommen, weil ich habe mir selber diesen GP32 mal gekauft im Jahr 2002. Der eine Besonderheit hatte, auf die wir dann gleich kommen werden. Und da bin ich eigentlich immer aktiver geworden. Also es hat angefangen, dass ich in der Community erst aktiv tätig war und dann im Jahr 2005 auch angefangen habe, da ein bisschen geschäftlich tätig zu werden, indem ich angefangen habe, die Geräte zu verkaufen, einen Support zu machen, eine Community in Deutschland aufzubauen, und so ging es eben weiter. Ich selber bin, wie ich ja schon gesagt habe, aktiver Spieler und habe auch auf sämtlichen Rechnern daheim eigentlich nur Linux laufen, weil ich selber... Ich programmiere zwar nicht richtig, aber ich komme mit Skripten sehr gut zurecht und ich kann auch so ein bisschen Quellcode umschreiben und neu kompilieren. Aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wenn sich mehrere Leute zusammentun, um einfach irgendwie ein Projekt zu stemmen. Und genau das ist eigentlich dann auch hier immer wieder passiert. Fangen wir also mal an. Wie ist es eigentlich zu diesen ganzen Open-Source-Handhelds gekommen, Spiele-Handhelds, die es schon gibt? Hat angefangen mit diesem kleinen Gerät, das ist der GP32. Der war eigentlich gar nicht Open Source. Also viele behaupten auch, das ist das erste Open Source Gerät. Nein, er war es nicht. Es war eigentlich eine Konkurrenz zu dem Game Boy Advance aus Südkorea. Hat allerdings eine Besonderheit gehabt, und zwar hat er Standard-SMC-Karten. Also wer sich noch daran erinnert, das war vor den gängigen SD-Karten und Kompaktflash-Karten, waren es eben die Speichermedien für Fotoapparate. Und die hat dieses Gerät als Speicherkarten verwendet. Lag daran, weil der Hersteller gesagt hat, ja, eigene Spielmodule entwickeln ist zu teuer, wir nehmen irgendwelche Standards. Die Leute, die sich natürlich dem Gerät angenommen haben, haben sich gefreut, hey, das kann man bestimmt ausnutzen, weil solche Karten kriege ich ja überall wie Sand am Meer zu kaufen. Dadurch ist es natürlich passiert, weil es ja auch nur ein kleiner Hersteller war, dass das Gerät 2002 bereits von der Community komplett geöffnet wurde. Das heißt, da konnte dann jeder anfangen, sie haben eigene Open-Source-SDKs entwickelt. Und so fing es dann an, dass die ersten Spiele selber geschrieben und auch portiert wurden. Damals wusste der Hersteller eigentlich noch gar nicht so wirklich was davon. Das hat er so erst im Laufe der Zeit mitbekommen, weil sich das Gerät immer mehr verkauft hat. Sie allerdings auch gesehen haben, dass sehr, sehr viele Spiele erscheinen, die gar nicht von ihnen sind. Da der Hersteller selber, glaube ich, nur so 5 bis 6 oder 7 Spiele auf die Reihe gebracht hat, von denen selber 3 koreanisch waren, war das Gerät als Spielehandheld an sich ein Flop, hat allerdings schon eine ziemlich kleine eingeschworene Community gegründet, die da dann auch angefangen hat, selber mitzuentwickeln. Hat natürlich einen gewissen Reiz. Einige Leute fanden es erstmal toll, das Gerät zu hacken. Die nächsten fanden es toll, dann selbst Programme dafür zu entwickeln. Andere wiederum fanden es toll, jeden Tag kostenfrei irgendwelche kleinen Spiele zu bekommen, Verbesserungsvorschläge zu bringen oder auch an der Grafik oder am Sound mitzuarbeiten. Das hat dann auch der Hersteller mitbekommen, hat dann tatsächlich mit einer späteren Firmware-Version ein eigenes SDK veröffentlicht und hat das Gerät dann wirklich frei verwendbar gemacht. Vorher war eben so ein kleiner Schutz drinnen, dass man keine fremden Programme starten kann, aber das hat er rausgenommen, weil sich das eben wirklich in diese Richtung entwickelt hat. Und dadurch ist das wirklich so zum kleinen Underground-Gerät geworden, hat sich nicht viel verkauft. Ich glaube, die Verkäufe waren insgesamt bei ungefähr 10.000 Stück in seiner kompletten Lebenszeit und das waren so 3 bis 4 Jahre. Hat allerdings deutlich zugenommen. Als ich dann angefangen habe, auch so ein bisschen die Community zu führen und ein Archiv zu gründen, weil das Problem am Anfang war, es war ein tolles Gerät, jeder konnte super Spiele selber drauf laufen lassen, aber um neue Spiele zu finden, es ist klar, das ist eins der Probleme bei so Open-Source-Handhelds, ich kann nicht in den Supermarkt gehen und kann ein Spiel kaufen, sondern ich muss die finden. Und bei einer kleinen Community ist es klar, jeder Entwickler hat eine eigene Homepage gehabt.
Und jeder Entwickler hat zwar dann auch da die Spiele angeboten, aber wenn man dann erst so nach 2 Jahren zur Community dazugekommen ist und das Gerät entdeckt hat, dann durfte man so die ganzen News der letzten 2 Jahre durchlesen, um eine der Spiele zu finden. Das war natürlich ein Irrsinn. Daraufhin habe ich dann angefangen und mal ein Dateiarchiv gegründet, ähnlich wie es eben auch bei Paket-Repositories für Linux-Distributionen sind, wo eben alle Spiele mit Bildschirmfotos und nach Kategorien sortiert einsortiert waren. Und dadurch hat es wirklich so einen kleinen Boom nochmal bekommen. Also da sind dann wirklich die Verkäufe in die Höhe gegangen und es war dann so richtig der Anfang, wo es hieß, so mit dem Gerät kann man jetzt wirklich was anfangen. Dann kam eben der erste größere Schritt vom Hersteller, das war der Schritt zu Linux. Das ist jetzt allerdings nicht mehr von der Firma Gamepark der Nachfolger, sondern Gamepark Holdings. Was ist passiert? Die Firma Gamepark war sich selber uneins. Die eine Hälfte hat gesagt, Mensch, das mit diesem offenen Gerät funktioniert super. Die Leute verkaufen es. Wir haben eh kein Geld, um richtig große Spiele rauszubringen wie Sony oder Nintendo. Lass uns doch das nächste Gerät offen machen, damit da die Community noch mehr drauf arbeiten kann. Die andere Fraktion hat wiederum gesagt, nee, wir wollen weiterhin einen richtig konkurrenzfähigen Spielehandheld anbieten. Und das war dann so der Konflikt innerhalb der Firma. Daraufhin haben sich beide Firmen getrennt. Die, die den Open-Source-Linux-Handheld rausgebracht hat, die lebt bis heute noch. Die andere ist dann leider insolvent gegangen, weil das Gerät tatsächlich nie rausgekommen ist. Und das war dann eben jetzt der erste richtige Schritt. Also auf dieser Konsole, die war jetzt nicht nur offen, sondern sie hat auch tatsächlich ein Open-Source-Linux drauf gehabt. Ironischerweise war das eigentlich mehr Zufall, weil Gamepark Holdings hat eben eine günstige Möglichkeit gesucht, so ein Gerät zu produzieren und der Hersteller des Chips, der da drin werkelt, hat eben Linux angeboten und deswegen haben sie es einfach genommen. Sie selber hatten eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Linux. Das ist in Korea nicht verbreitet, da laufen sogar die Server unter Windows und die wussten eigentlich gar nicht, was sie da haben und was sie damit für Möglichkeiten den ganzen Linux-Leuten eröffnen. Hat natürlich die Sache mit der Programmierung sehr einfach gemacht, weil man jetzt mit Standard C++-Compiler-Tools und SDL relativ einfach Spiele programmieren kann und natürlich auch Spiele relativ simpel portieren kann. Dadurch ist das Ganze nochmal angewachsen, weil es ist logisch, mehr Spiele oder mehr Interesse für die Entwickler heißt mehr Spiele heißt wieder, dass die Community wächst, was auch wieder heißt, dass der Bekanntheitsgrad ein bisschen anwächst und das wiederum bedeutet natürlich wieder, okay, es werden wieder mehr Spiele für das Ganze erscheinen. Das Ganze hat noch den Vorteil, nachdem es ja unter Linux läuft, habe ich natürlich stinknormal mein Netzwerk und über USB-Gadget dann auch SSH zur Verwendung. Das heißt, jeder Entwickler kann sich das Gerät einfach am PC anstecken, kann direkt auf die SD-Karte kompilieren, konnte von da die Programme starten, konnte in der Terminal dann auch seinen Debug-Output sehen. Also das Entwickeln ist deutlich einfacher geworden. Besonders wenn man anschaut, ich meine, Homebrew-Szenen haben sich ja auch bei der PSP und beim Game Boy Advance und den anderen Geräten gebildet. Aber da war es von der Entwicklung natürlich so, entweder musste ich einen Emulator verwenden, was bei der PSP eigentlich gar nicht ging, oder ich habe die andere Möglichkeit gehabt, dass ich das wirklich jedes Mal kompilieren musste, auf die PSP kopieren musste und mir dann selber Routinen schreiben musste, dass ich einen Log-Output habe. Es sei denn natürlich, die großen Entwickler haben ein Developer-Paket, aber da kommt natürlich der normale Mensch nicht dran. Hier hat man jetzt also wirklich die Möglichkeit gehabt, ein komplettes Entwicklungsset mit seinem heimischen PC zu machen und auf einfache Weise zu programmieren. Dadurch kamen natürlich nicht nur Spiele zustande. Es gibt durchaus auch eine GPS-Application, weil ich habe ja einen USB-Anschluss, da kann ich auch eine GPS-Maus anschließen. Es gibt einige DJs, die den TV-Out-Ausgang verwenden, um das Ding als Live-Video-Mischer mit Audio zu verwenden. Also die Möglichkeiten sind natürlich dadurch, dass es offen sind, unbegrenzt. Die einzige Einschränkung bei sowas natürlich ist, ich habe ein relativ kleines Display mit 320x240 Auflösung. Ich hatte beim ersten Modell noch keinen Touchscreen, also mit Maus und so weiter schaut schlecht aus. Und natürlich auch von der Rechenleistung war sowas mit einem X-Server war nicht zu rechnen. Also es gab zwar einen X-Server für das Ganze, allerdings war das wirklich nur der minimale X. Eine Desktop-Oberfläche wäre viel zu komplex gewesen. Heißt also hier Standard-Framebuffer basiert, aber zumindest war es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich mit dem Ding wirklich dann einiges anstellen konnte.